Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Du brauchst jeden Tag neue Kraft. Diese Kraft aus dieser Quelle des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Sei wachsam, dass diese Quelle nicht verstopft. Jesaja 40, Vers 31, da heißt es: Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Ein wunderbarer Vers. Und hier wird das Bild eines Adlers gebraucht. Adler ziehen hoch droben ihre Bahn. Sie sind weit weg von den Geschehnissen auf der Erde und schauen auf sie herab. Was wir als unüberwindliche Berge sehen, ist für einen Adler nur eine kleine Erhebung von oben. Hoffnung auf den Herrn lässt uns aus dieser Adlerperspektive schauen. Wenn wir die Hoffnung auf den Herrn haben, haben wir eine andere Stellung, einen anderen Platz, nicht mehr unten im Tal, wo die Berge so riesig erscheinen, sondern wie ein Adler und wir schauen herab auf die Sorgenberge. Hoffnung lässt unsere Sorgenberge klein werden. Hoffnung trägt uns darüber hinweg und das gibt uns die Kraft, weiterzugehen, vorwärts zu gehen. So wie es hier heißt, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Hoffnung lässt uns über die Dinge schauen. Unsere Probleme werden klein, wenn wir in dieser Kraft laufen. Diese Kraft trägt uns über alles hinweg. Schon im Alten Bund waren Menschen mit der Kraft Gottes erfüllt. Der Prophet Micha schreibt in Kapitel 3, Vers 8 folgendes: Ich hingegen, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn und mit Recht und Stärke. Gott erfüllte Menschen zu seinem Dienst mit seinem Geist und stattete sie somit aus mit seiner Kraft. Und der Prophet Micha sagt damit: Ich bin mit Kraft erfüllt und das ist der Unterschied zu euch. Er konnte Gottes Auftrag ausführen. Und du kannst Gottes Auftrag ausführen, wenn du in seiner Kraft gehst. Damals hat Gott seinen Geist zugeteilt, wem er wollte. Und heute können wir uns entscheiden, ob wir den Geist Gottes wollen oder nicht. Ist das nicht ein großes Vorrecht? Jesus hat es uns ermöglicht, in seiner Kraft zu leben. Er hat alles getan, damit der Weg frei ist. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung waren die Voraussetzung, damit wir in dieser Kraft leben können. Als Jesus in den Himmel aufgefahren war, sandte er den Heiligen Geist auf diese Erde. Und bei jedem, der Jesus in sein Leben aufnimmt, nimmt der Heilige Geist Wohnung in ihm. Lukas 24, 48 und 49. Ihr aber seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Hier sehen wir eindeutig, dass Jesus uns diese Kraft vom Himmel her geschickt hat. Und das begann damals im Obersaal. Das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt und diese Kraft verheißen, die du und ich
jetzt haben können. In Römer 15, Vers 13 lesen wir: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es heißt immer wieder, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn er in deinem Herzen wohnt, hast du diese Kraft immer bei dir. Diese Kraft für deinen Alltag bekommst du durch den Heiligen Geist. Es geschieht durch seine Kraft, die in dir ist. Sie ist in dir. Sie kommt nicht erst, sie ist in dir. Der Heilige Geist ist in dir, sei dir dessen bewusst. Du hast die ganze Power Gottes in dir. Weltliche Methoden haben das auch schon entdeckt und sagen, aktiviere die Kraft in dir. Allerdings sprechen sie von der menschlichen Kraft in dir. Sie versuchen das mit verschiedenen Übungen oder Meditationen, doch diese Kraft reicht nicht weit. Sie kann dir eine Zeit lang eine gewisse Ruhe vermitteln, aber wir brauchen eine stärkere Kraft, die immer zugänglich ist für uns, und das ist Gottes Kraft in uns. Wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, durch den Heiligen Geist, können wir jeden Tag neue Kraft schöpfen. Die Quelle lebendigen Wassers ist in deinem Herzen. Der Heilige Geist ist der einzige Zugang zum Himmel, den wir haben. Wisst ihr das? Durch ihn haben wir Verbindung mit Jesus und dem Vater. Er teilt uns mit, was er vom Vater und von Jesus hört, so steht es geschrieben. Der Gott der Hoffnung erfüllt uns. Und was erfüllt er? Dein Herz. Sprüche 4, 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Jesus ist die Quelle des Lebens. Und diese Quelle sprudelt aus unserem Herzen, wenn wir erfüllt sind von ihm. Diese Quelle, sie sprudelt. Und Johannes 15, Vers 26, da sagt Jesus: Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Und der Heilige Geist in deinem Herzen lässt die Quelle Jesus sprudeln. Und diese Kraft und diese Hoffnung trägt dich über alle deine Problemberge hinweg, wenn diese Quelle, diese Kraft in deinem Herzen sprudelt. Viele Christen leben ein vertrocknetes Christentum. Religion ist trocken. Da, wo eine Quelle entspringt, da ist Leben. Und Religion ist trocken. Wenn wir nur Traditionen nachlaufen, Vorschriften einhalten und in den Gottesdienst gehen, weil Sonntag ist, da sprudelt nichts. Jesus sagt in Johannes 7, 38 und 39, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Dein Leben soll nicht Wüstencharakter haben. Und wir sehen das immer deutlich, wenn wir in Israel in der Wüste sind. Da, wo Wasser ist, wo die Wüste bewässert wird, ist es grün und fruchtbar. Und aus deinem Herzen sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Dein Leben soll andere Menschen befruchten. Deshalb sagt Jesus auch, Reich Gottes ist mitten unter euch. Reich Gottes findet in unserem Inneren statt, da, wo diese Quelle sprudelt.
und wir tragen es nach außen. Durch das Licht und durch die Liebe Gottes, die wir weitergeben. Da kommt diese Quelle, dieses Wasser nach außen zum Vorschein. Das Zentrum des Heiligen Geistes ist in deinem Herzen. Er will dir in deinem Inneren begegnen, denn Gott ist dir näher als du selbst. Weißt du das? Und wir nehmen das oft gar nicht wahr und denken auch gar nicht daran, was für einen Schatz wir in uns haben. Oftmals lassen wir ihn allein in unserem Inneren, sind abgelenkt von Herausforderungen, vom Weltgeschehen, von Seuchen, von Katastrophen, finanziellen Sorgen und so weiter. Und die Stimmen von außen sind so laut, dass wir die leise Stimme in unserem Inneren gar nicht mehr hören. Und diese Stimme in deinem Inneren verkündet dir Hoffnung. Jeden Tag neue Kraft und Frieden in diesen schwierigen Zeiten. Er gibt den Müden neue Kraft und du bekommst eine Perspektive wie ein Adler. Du bewegst dich in anderen Dimensionen und es wird zweitrangig, wie groß deine Sorgenberge sind. Je mehr du dich wieder deinen Sorgenbergen näherst, indem du die Position von oben verlässt, werden deine Sorgenberge wieder größer. Höre auf die Quelle in deinem Inneren, die dich in die Regionen der Hoffnung trägt. Höre auf diese Stimme. Der Teufel versucht immer, die Quelle zu verstopfen. Er will dich immer abbringen, diese Stimme zu hören, mit vielen äußeren Einflüssen, die viel lauter sind als diese Stimme in deinem Inneren. Nichts anderes hat er im Sinn, als dich abzuhalten, zu begreifen, was für eine Power du in dir hast. Wenn wir verstehen, dass Gottes Kraft in uns wohnt, lassen wir uns nicht so schnell entmutigen. Sei wachsam, dass diese Quelle nicht verstopft. Das ist schon immer die Taktik des Teufels. Und das sehen wir sogar schon in der Geschichte von Abraham und Isaak. Nachzulesen in 1. Mose 26. Bei ihnen waren es die Feinde, die Philister, die die Brunnen einfach mit Erde aufgefüllt haben und verstopft haben. Und ohne Wasser kann man in der Wüste nicht überleben. Es bedeutet den Tod. Und es bedeutet auch deinen geistlichen Tod, wenn du die Quelle in dir nicht anzapfst in deinen Schwierigkeiten. Isaak brauchte Wasser, um zu überleben. Er hatte riesige Viehherden und viel Gesinde. Er war angewiesen auf Wasser. Und er machte sich daran, die Brunnen, die einst sein Vater Abraham gegraben hatte, wieder aufzugraben. Und Isaaks Knechte gruben 3 Brunnen. Und das ist ein wunderbares Bild auf Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Quelle lebendigen Wassers. Und ohne das lebendige Wasser Jesus in deinem Leben kannst du geistlich nicht überleben. Du befindest dich sonst mitten in einer Lebenswüste. Alles ausgetrocknet und nichts geht weiter. Vielleicht konnte auch bei dir der Feind deinen Brunnen zuschütten. Der Alltag hat alles zugeschüttet. Und du hast gar nicht gemerkt, wie trocken dein Leben schon geworden ist. Vielleicht hattest auch du Zeiten, wo das lebendige Wasser in deinem Leben geflossen ist. Und jetzt ist alles ausgetrocknet. Zeiten, wo der Geist Gottes in deinem Leben erfrischt hat und die Verbindung zu Gott da war, diese Quelle gesprudelt hat.
Besinne dich auf das, was dir Hilfe bringt. Du brauchst jeden Tag neue Kraft. Diese Kraft aus dieser Quelle des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Und beseitige das Hindernis, das deinen Brunnen in deinem Inneren verstopft oder vielleicht verstopft hat. Die Blockaden, die dich abhalten, die Quelle, die in dir wohnt, anzuzapfen. Blockaden sind das, was uns trennt von Gott. In Johannes 15, Vers 5 lesen wir: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Die Quelle in dir sprudelt nur, wenn du nicht getrennt bist von ihm. Und was sind solche Blockaden, die uns trennen? In Galater 5 ermahnt uns Paulus zu einem Leben im Geist. Und was heißt das? Dass wir mit diesem Heiligen Geist, der in uns wohnt, auch leben. Galater 5, 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also unsere menschliche Natur ist entgegengesetzt und will oft nicht das tun, was unser Herz will. Unser Verstand sagt oft etwas anderes. Und oftmals lehnen wir uns auf gegen das, was der Heilige Geist in unserem Inneren sagt. Kennt ihr das? Man weiß eigentlich ganz genau, was zu tun wäre. Aber unser Verstand sagt etwas anderes und wir tun es dann doch nicht. Unsere Gedanken sind entgegengesetzt als das, was Gott will. Und einige Verse weiter lesen wir, was Blockaden sein können. Und einige möchte ich nennen. Da steht zum Beispiel von Streit, von Eifersucht, von Zorn, von Neid oder Unzucht. Und manchmal ist es auch, wenn wir Jesus einfach vernachlässigen und woanders Hilfe suchen. Wenn du dich abwendest von ihm und deine Hilfe bei anderen Dingen suchst, zum Beispiel Heilsteine, die helfen ja auch, ja. Oder es gibt so viele Angebote, wo wir Hilfe suchen können. Und das sind solche Blockaden, die uns trennen von Gott, wenn wir nicht bei ihm unsere Hilfe suchen. Und diese Quelle wird auch zugeschüttet durch Ärger zum Beispiel, durch Herausforderungen des Lebens oder Situationen, über die du nicht hinwegkommst. Wenn du sagst, es macht doch alles keinen Sinn, Gott kann mir nicht helfen. Entmutigung, da bist du abgetrennt von dieser Quelle. Wenn du im Sorgental sitzt, dann komm zum lebendigen Wasser. Lass es dein Leben verändern. Du brauchst jeden Tag neue Kraft. Und schauen wir noch einmal zurück zu Isaak, nachdem die Brunnen wieder aufgegraben waren. Danach erschien der Herr dem Isaak und sagte in 1. Mose 26, 24: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und die Philister kamen, die Feinde, und sagten zu ihm, 1. Mose 26, 28: Wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Ist das nicht wunderbar? Gottes sichtbarer Segen war mit ihm. Und wenn dein Zugang zu der Quelle wieder frei ist, hast du den vollen Segen. Vater, Sohn und Heiliger Geist in dir. Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn Gott ist mit dir.
Du kannst dich darauf verlassen, dass er mit dir ist und dir jeden Tag neue Kraft schenkt. Gerade das, was du brauchst. Kraft, Weisheit, alles, was du brauchst, kannst du auftanken bei dieser Quelle Jesus Christus, bei dieser Quelle des Heiligen Geistes, die in dir wohnt, die Quelle lebendigen Wassers in deinem Herzen. Zapfe diese Kraftquelle an, wenn du dich schwach fühlst. Oft fühlen wir uns schwach und kraftlos, denken, es geht nicht mehr. Und Schwäche empfinden wir, wenn wir keinen Einfluss mehr haben auf das, was wir gerade erleben. Dann fühlst du dich schwach, wenn du keinen Einfluss mehr hast auf das, was passiert. Das Logischste ist, wenn wir schwach sind, dass wir zu der Kraftquelle gehen. Doch meistens überfällt uns die Angst. Der Mensch will immer alles unter Kontrolle haben. Und wenn wir keinen Einfluss mehr haben und die Situation nicht mehr steuern können, fühlen wir uns hilflos und alleine gelassen. Und manchmal lässt Gott das auch zu, damit wir zu der Kraftquelle kommen. Dass wir uns einfach schwach fühlen, dass wir uns hilflos fühlen, dass wir zu ihm kommen. Wir fühlen uns alleine gelassen, aber wir sind nicht alleine. Gott hat alles unter Kontrolle und er wird alles zum Guten wenden in deinem Leben. Schwachheit ist kein Problem, sie führt uns zu Jesus. Es heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber nicht den Schwachen. Und du kannst jederzeit zu ihm kommen, wenn du dich schwach fühlst. Auch Paulus gesteht seine Schwachheit ein. Er wurde öfter mit Schwachheit konfrontiert in seinem Leben. Und von ihm kommt die Aussage, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und zwar in Jesus Christus. Für Gott ist Schwachheit und das Gefühl von Hilflosigkeit nichts Neues. In Matthäus 8, Vers 17 lesen wir, dass schon Jesaja prophezeit hat, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Und später im Römer 8, 26 lesen wir, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns. Also, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Du brauchst das nicht alleine tragen. Jesus weiß es. Du bist nicht allein mit deiner Schwachheit und Hilflosigkeit. Und der Heilige Geist in dir verwendet sich für dich. Er gibt dir täglich neue Kraft, wenn du zu ihm kommst. Du darfst alles abladen, alles, was dich bedrückt. Komm in die Dimension eines Adlers. Lass deine Last und Sorgenberge unter dir und erhebe dich in Hoffnung in die Dimension Gottes. Was lässt dich schwach sein? Ist es Krankheit, Verlust, Eheprobleme oder schwierige Menschen um dich herum? Oder ist es Misserfolg, Entmutigung, Niedergeschlagenheit, Probleme in der Familie? Komm mit deiner Schwachheit und Hilflosigkeit zum Herrn, zu Jesus. Hebräer 4, Vers 15 und 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ein wunderbarer Vers.
mutmachender Vers. Und da steckt alles drin, was wir brauchen. Zur rechtzeitigen Hilfe, habt ihr das gehört? Das heißt, er kommt nie zu spät. Er sieht dich und er weiß um dich. Jesus hat alles genauso durchlebt wie wir. Er hatte die gleichen Schwierigkeiten und deshalb kann er uns auch so gut verstehen. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten und du bist ihm nicht egal. So lesen wir es hier. Du darfst mit Freimütigkeit zu ihm kommen, zum Thron der Gnade. Und dort empfangen wir Barmherzigkeit. Jesus hat immer jedem Menschen Barmherzigkeit gezeigt, überall, wo er war. Und diese Barmherzigkeit ist auch für dich. Und wir werden Gnade finden, unverdiente Gnade, Vergebung und seine Liebe. Erwarte Gottes Hand mitten in deiner Not. Er kommt nie zu spät. Zur rechtzeitigen Hilfe, und das gibt uns Hoffnung. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Und das ist auch für dich. Amen.